Die 34-jährige Silvia Grun hat drei Leidenschaften: die Musik, die Mathematik und die Hirnforschung. Es gibt im Gehirn bestimmte Netzwerke von Nervenzellen. Und diese Netzwerke müssen in einer bestimmten Art und Weise miteinander kommunizieren, müssen koordiniert werden, um eine motorische Bewegung ausführen zu können. Man braucht die Ansteuerung der Muskeln dementsprechend und die Koordination dann eben der Muskeln untereinander und dementsprechend der Finger. Was im Hirn abläuft, wenn man sich bewegt, will Silvia Grun in eine mathematische Formel packen. Stabheuschrecken sollen ihr dabei helfen. Dass eine Mathematikerin sich mit Fragen der Biologie beschäftigt, hat Seltenheitswert und bescherte Silvia Grun einen der 10 diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preise. Dadurch, dass ich so interdisziplinär arbeite, stehe ich irgendwie genau zwischen der Biologie und zwischen der Mathematik. Von der Biologie hatte ich nie das Problem, anerkannt zu werden. Aber von der Mathematik kam immer die Kritik, dass es hieß, das, was sie machen, ist zu angewandt und wurde nicht anerkannt. Das ging so weit, dass dann wirklich Unterstützung teilweise fehlte. Und jetzt den Preis wirklich genau für die Anwendung der Mathematik zu bekommen, ist natürlich eine Genugtuung. Und das zeigt mir auch, dass ich das Richtige gemacht habe. Ja. Silvia Grun beobachtet zunächst die Laufmuster der Heuschrecken. Sie unterscheiden sich je nach deren Alter. Aber auch die biomechanischen Eigenschaften der Muskeln und zellulären Eigenschaften der Nerven beeinflussen die Koordination der Beinpaare. Was sie beobachtet, überträgt sie in mathematische Formeln. Am Computer überprüft sie die Berechnungen und erstellt Animationen, die die Neuronenansteuerung der Muskeln abbilden und sie vorhersagen können. Ja, hierhinter verbirgt sich eigentlich im Prinzip simple Geometrie. Also wir beschreiben durch geometrische Formeln, wie sich eben das Bein mechanisch bewegt. Das heißt, was Sie hier sehen, wäre quasi die Länge des Femurs oder des Oberschenkels des Tiers. Das wäre die Länge des Unterschenkels, der Tibia. Und wir beschreiben halt mit dieser geometrischen Formel eigentlich, wie sich das Bein quasi bewegt. Vorwärts, rückwärts bewegt oder nach innen oder nach außen bewegt. Und das sind eben die entsprechenden Winkel Gamma und Beta, die wir hier sehen. Und dann benutzen wir im Prinzip Trigonometrie, um halt die Winkelbewegungen, Winkelgeschwindigkeiten zu berechnen. Und der Rest? Das gehört alles dazu. Das ist simple Geometrie, muss natürlich aber auch hergeleitet werden. Ja. Soweit die Theorie. Und die Praxis? Ob die Berechnungen stimmen, überprüft sie dann am lebenden Insekt. Die Kontrollexperimente belegen bislang, dass es tatsächlich mit Hilfe der Mathematik möglich ist, die neuronale Ansteuerung von Muskeln vorherzusagen. Man kommt wirklich mit einer Hypothese raus, wie zum Beispiel die neuronale Kontrolle oder die neuronale Interaktion zwischen den einzelnen Beinen funktionieren kann oder könnte. Und das muss natürlich im Endeffekt wieder im Experiment getestet werden. Und das ist das, was die Martina eben gerade hinter uns macht. Das heißt also, wir haben mit dem Modell eine gewisse neuronale Verbindung vorhergesagt und sie testet jetzt, ob die existiert oder eben nicht. Ein neues Forschungsprojekt soll nun klären, ob man die Erfahrungen aus den Heuschreckenexperimenten auf den Menschen übertragen kann. Denn auch bei uns steuert das Gehirn die Bewegungen mit Hilfe von Neuronen. Wir haben ja insgesamt ein System gehabt mit 64 Elektroden. Von jeder Elektrode bekomme ich entsprechende Hirnaktivität, die aber nicht nur die Aktivität des darunterliegenden Areals misst, sondern auch die Summen aller anderen Elektroden. Und da müssen wir halt eben, das heißt, es wird dann schon ein hochdimensionales Problem und wir müssen halt versuchen, auseinander zu dividieren, von wo das eigentliche Signal, was uns jetzt gerade interessiert, auch kommt. Gelingt das, könnten Ärzte bei Schlaganfallgeschädigten die Medikamente für die Behandlungen der jeweiligen Muskelschwäche wesentlich besser dosieren und somit die Therapie beschleunigen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Ich bin so erzogen worden, dass ich natürlich einen Beweis führe und dieser Beweis steht für die restlichen Jahrtausende. Aber wenn man jetzt anfängt, eben in der Biologie zu arbeiten, dann muss man sich halt der Unwägbarkeiten des Lebens bewusst sein. Und das sind die Experimente, die man macht, die sind nicht ja oder nein oder wahr oder falsch, sondern da haben wir eine Menge Standardabweichungen drin. Und damit muss man dann umgehen können und dementsprechend muss man die Mathematik auch entsprechend anwenden können. Die Musik hat eine sehr große Bedeutung für mich. Es ist halt eine ganz andere Art der Konzentration. Die führt eben dazu, dass ich die Alltagssorgen vergessen kann und eben auch nicht mit Gedanken an die Arbeit einschlafe. Zurück zu ihrer ersten Leidenschaft, dem Chorgesang. Jauchzet den Herrn aller Welt von Felix Mendelssohn Bartholdy.